Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch mein Heimnetzwerk vorstellen und gleichzeitig euch erklären, für was mein NAS gut ist oder für was ich mit meinem NAS-Tor alles in meinem Heimnetzwerk tue. Übrigens ist NAS die Abkürzung von Network Attached Storage, dass ihr das auch mal gehört habt. Im Prinzip ist es ein Speicher, der Ein günstiger Speicher, der für euer Netzwerk, also oder in eurem Netzwerk zur Verfügung steht. Was habe ich hier auf meinem NAS? Auf meinem NAS habe ich Bilder, Videos, Daten, diverse andere Dinge, also ziemlich bunt gemischt. Und insgesamt habe ich ca. 8 Terabyte NAS-Speicher. Auf meinem NAS kann ich Freigaben für die verschiedenen Rechnern einrichten. Und somit kann ich steuern, dass zum Beispiel auf dem PC im Stockwerk 1 Festplattenkapazität von einem bestimmten Bereich auf meinem NAS ist und kann somit den Datenaustausch über das NAS für die kompletten Systeme in meinem Netzwerk bereitstellen. Wie funktioniert's? Ich gehe mal Schritt für Schritt voran. Hier haben wir unser Internet und hier haben wir unseren Modem-Router, der zum größten Teil ja den Switch schon beinhaltet. Ich habe nochmal einen zusätzlichen Switch mit 24 Ports. Da kann ich verschiedene Netzwerksysteme anschließen. Gleichzeitig hat ja eigentlich ein Modem-Router auch ein WLAN-Funktionalität, das habe ich jetzt separat ausgeführt, damit man es einfach besser auseinanderhalten kann. In meinem Haushalt habe ich mehrere Notebooks. Ja, wir müssen hier mal bearbeiten. Ja, vielleicht nehmen wir dieses hier mal hier wieder weg. Ja. Wir haben in meinem Haushalt mehrere Notebooks und ich habe hier mal zwei reingezeichnet, die anderen wegen Platzgründen nicht. Die sind über WLAN praktisch mit dem Modem-Router verbunden und natürlich auch mit dem Internet, gleichzeitig mit dem Switch und haben dann hier die Verbindung zum NAS, auch zu den anderen Rechnern. Also ich kann auch eine direkte Verbindung in meinem Netzwerk zu den diversen Rechnern hier aufbauen. Hier unten habe ich mein Apple TV, was über WLAN mit meinem Modem-Router verbunden ist und dem Internet, versteht sich von selber. Gleichzeitig habe ich eine Verbindung zum iPad, um mein iPad-Bildschirm auf meinem Fernseher zu streamen. Das heißt, ich kann bequem auf dem Sofa sitzen und ich schaue mir zum Beispiel YouTube-Videos auf unseren Fernseher, der 42 Zoll haben müsste. So, mein Fernseher ist wiederum verbunden mit der Xbox und der PlayStation 3. Und dieser ist wiederum verbunden mit dem Switch, über den Switch natürlich Modem-Router ins Internet. Also kann ich auch mit der PS3 und der Xbox online spielen. Und gleichzeitig kann ich hier wieder auf mein NAS zugreifen und eben hier wiederum MP3s und Filme über den Switch auf die Xbox und dann auf dem Fernseher genießen. Also, wie ihr sehen könnt, sind alle Systeme miteinander hier verbunden. Und wie gesagt, der NAS, der dient hier als Festplattenstation, also Speicherstation. Alle Daten, die hier abgelegt worden sind, da habe ich so einen Ordner, der heißt eben sowas wie ein Tauschordner. Da kann jeder seine Daten ablegen. Also wenn ich jetzt hier beim Notebook irgendwelche Grafiken hier ablege, dann hat's ja mein Sohn im obersten Stockwerk zur Verfügung. Er kann das direkt abholen und direkt in seine Präsentationen einfügen. Und die Daten liegen dann immer noch lokal hier. Er speichert auch seine Daten hier in seinem eigenen Ordner, den ich dann als Admin zugewiesen habe. Übrigens sieht die Admin-Oberfläche bei so einem NAS circa so aus wie hier. Da könnt ihr Benutzer anlegen, Ordner anlegen und diverse andere Dinge. Diese werde ich aber in anderen Videos euch natürlich viel näher bringen. Der kann dann alles hier abspeichern, also seine wichtigen Daten, wie zum Beispiel
Fotos von seinen Partys oder Fotos von der Freundin, alles hier ablegen und raucht hier mal der PC ab oder macht einfach mal ein Update, dass er einfach einen schnelleren Gamer-PC kaufen muss. Wird die Festplatte hier ausgebaut, verkauft, neue Festplatte, neue Rechner gekauft und er kann beliebig wieder auf seine Daten hier zugreifen und die Daten sind immer verfügbar. Das gleiche gilt für meine Tochter, für meine Frau und für mich und so weiter. Notebooks verhalten sich gleich und auch iPad kann teilweise hier auf die iTunes-Bibliothek zugreifen. Übrigens habe ich auch hier mein Time Machine Update, was über mein QNAP NAS läuft. Das läuft über meinem iMac. Da nämlich einer von diesen PCs ist ein iMac und einer von den Notebooks ist ein MacBook. Also diese Updates, die laufen hier über WLAN und hier über Kabel und sind hier zentral abgespeichert. So, was kann so ein NAS noch? Das werde ich in meinem nächsten Video erklären. Und zwar kann so ein NAS auch übers Internet erreicht werden. Das heißt, ich bin irgendwo im Urlaub, sprich mal in Tunesien, Türkei, spielt keine Rolle, oder in Italien. Und dann kann ich einfach über Internet, über ein Protokoll hier durch Portfreigabe auf meinem Router frei machen und kann hier wieder auf die Administrationsoberfläche, die ich vorhin euch gezeigt habe, ich zeige es nochmal, hier drauf zugreifen, kann über den Dateimanager Dateien auf meinem NAS hochladen. Das heißt, ich habe Urlaubsvideos gemacht und möchte meine SD-Karte löschen, habe einen Rechner zur Verfügung, lade übers Internet alle meine Bilder auf meinem heimischen NAS-Laufwerk, sind die Bilder hier drauf, kann zum Beispiel mein Sohn, der nicht mit im Urlaub war, direkt die Bilder hier anschauen oder eben ich kann hier über mein NAS, also da ist eine Zusatzsoftware drauf, eine Bildergalerie, also eine Webbildergalerie erstellen. Also dieser NAS fungiert auch als Webserver und kann die auch Verwandtschaften, die irgendwo anders leben, bereitstellen. Und habe die Rechner dann eben, die Bilder dann direkt hier, kann im Urlaub meine SD-Karte wieder formatieren und kann weiter losgehen. Und ich habe hier zum Beispiel ein wichtiges Tool oder ein wichtiges Programm, was ich jetzt gerne im Urlaub auch einsetzen wollen würde. Dann kann ich es mir direkt von hier downloaden und auf einem Rechner installieren und dort mit dieser Software arbeiten. Also Anwendungsbeispiele gibt es da bestimmt mehrere hunderte. Das sind so die Anwendungsbeispiele, die mir jetzt gerade eingefallen sind und die ich so benutze. So, ich hoffe, mit diesem Video habe ich ein bisschen erklärt oder konnte ich ein bisschen näher bringen, wozu man überhaupt ein NAS-Gerät braucht und für was man es einsetzen kann im privaten Bereich. Im geschäftlichen Bereich sehe ich ein NAS-System als eine günstige Speichererweiterung. So NAS-Systeme von QNAP sind auch Active Directory fähig. Das heißt, habt ihr ein bestehendes Active Directory, könnt ihr es als Storage einfügen und könnt Benutzerrechte direkt auf dem NAS übernehmen. Und das ist wirklich gerade für Administratoren, sage ich mal, ein Segen. Die haben dann keine doppelte Arbeit. So, ich hoffe, das Video war informativ. Ihr habt jetzt einen Einblick, was so ein NAS kann. Und wenn ihr welche Fragen haben solltet, die ich mit diesem Video nicht abdecken konnte, dann bitte einfach unter dieses Video kommentieren. Ich werde versuchen, es zu beantworten. Oder ihr schreibt mir einfach eine persönliche Mail. Ich werde da auch versuchen, da eine Antwort drauf zu finden. Ich werde dieses Video auch auf zwei Kanälen hochladen. Einmal auf meinem Kanal Mr. Tomiton. Da habe ich schon mal meine NAS-Hardware vorgestellt in einem ganz kurzen Video. Und ich denke auch auf meinem Linux-Kanal Dr. Ubuntu 1 werdet ihr dieses Video auch finden, weil es einfach so von dem her ziemlich interessant sein könnte, was man mit so einem NAS alles tun kann. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch dabei. Wir sehen uns.